Das geschah in der letzten Episode von Life is Strange. She already thinks Satan has me on the fast track to hell. Fuck. Let's prove it. Nein, nein, no! Nein, nein! Fuck. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Life is Strange Episode 2. Wir befinden uns, denke ich mal, am Ende, denn wir haben uns jetzt hier drei harte, ja, Entscheidungen vor uns. Und gerade bei Life is Strange gebe ich euch das Versprechen, dass ich bei dieser Episode euch alle Enden zeigen werde. Das heißt, wir fangen nun an mit einem Ende, welches ich nehmen werde. Und zwar, welches ich auch eher genommen hätte, dass Nathan sie gedost hat. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and you're playing a liar. The field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's hey, bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. And they don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Wir werden dieses Ende jetzt erst durchziehen, auch wenn ich mir denken kann, dass Nathan Prescott gleich sowas von auf uns losgehen wird. Nicht nur er alleine, auch well, I think we know less sein now Vater. Than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. I just can't believe it. It's like it wasn't even real. Watching her drop like a weight. I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared, better people than me. You're the best person around. Warren, aww. I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? Schneid's wieder? The weather confirms this weird day. Feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. I don't have to see you right now.
Oh, der ist bestimmt jetzt voll fertig. Was war das? Das war unfassbar interessant. Habt ihr das am Ende noch gesehen? Da war ein Typ, der anscheinend das schon bei mehreren Mädels abgezogen hat oder irgendwie Akte führt über die. What the actual fuck? What the... Was? Okay, also wie gesagt, um die anderen Enden werde ich mich noch kümmern, da werde ich euch ein extra Video für machen. Jetzt erstmal zu meinem Fazit mal wieder. Also, ich habe die Episode, die kam heute am 24.03. direkt raus. Ich habe die jetzt direkt durchgespielt hintereinander. Und ich finde auch, dass man solche episodischen Spiele direkt mal einfach mal sich da 2-3 Stunden für Zeit nehmen sollte und die wirklich in einem Rutsch spielt, damit man in der Geschichte bleibt und eben mit diesen Hauptcharakteren noch weiter mitfühlen kann. Und ohne Spaß... Ich bin gerade schon in Teamspeak gekommen. Ich bin ja mit meinem Freund immer nebenbei im Teamspeak und musste denen halt einfach sagen, was ist das bitte für ein Spiel? Ihr glaubt gar nicht, was für ein krankes Gefühl das ist, wenn man irgendwie... Also das ist total schwer zu beschreiben. Da ist ein Ingame-Charakter, aber das behandelt halt das Thema Suizid. Und das ist halt schon echt schwieriges Thema. Und das macht einen schon ganz schön fertig. Ohne Witz. Das, ich will nicht sagen, dass ich jetzt ganz schön mitgerissen bin, aber doch. Das hat mich echt aus der Bahn geworfen. Also, ich fand die Episode mal wieder unfassbar schön. Also wirklich da wieder Hut ab an Square Enix und Dontnod Entertainment. Unfassbar. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Gerade dir, von dir würde mich das interessieren, wie hat dir die Episode gefallen? Sag mir doch einfach mal deine Meinung zu allem. Sag mir deine Meinung zu einem expliziten Ding. Sag mir deine Meinung über alles. Schreib es mir einfach in die Kommentare. Ich würde unglaublich gern deine Meinung lesen. Deswegen tipp einfach mal unten ganz viel rein. Du hast da ganz viele Zeichen Platz. Und die lese ich mir auch alle durch, keine Angst. Denn ich liebe es, Kommentare zu lesen. Und warum solltest du da nicht auch einschreiben? Würde mich sehr freuen. Wäre cool. Und... Das war auf jeden Fall die zweite Episode Out of Time von insgesamt 5 Episoden. Das können wir auch hier überspringen. You told Kate to wait for more proof, haben die meisten gemacht. You answered Kate's call, auch die meisten. You didn't try to shoot Frank. Oh, bin ich die Minderheit? You couldn't save Kate. Die kann man saven.
Wow. Ja, David oder Mr. Jefferson zu blamen, das wäre auch blöd gewesen. Aber dass man Kate saven kann, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dem werde ich auf jeden Fall nachgehen. Das sind noch ganz viele andere Sachen, dass wir die Wasserpflanze gewatert haben. Weißt du? Irgendwo, wo wir voll die Minderheit sind. Guck ich gerade. Nicht unbedingt. Gut. Exit. Episode 3. Chaos Theory. Da hat Chloe ja schon drüber geredet, dass, ob wir die Chaos-Theorie kennen, die da ja hinterher stecken kann, denn wir machen schon ganz schön viel kaputt. Ich meine, wir drehen die Zeit zurück, retten Leben, die eigentlich nicht gerettet werden sollen vom Schicksal her. Und dementsprechend kann das sehr schnell zu einem Quantenloch führen, um jetzt irgendwie was Schlaues zu sagen. Auf jeden Fall, das war die zweite Episode. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, lass doch bitte eine positive Bewertung da. Wenn du dich auf die neue Episode freust, kannst du auch gerne deinen Kommentar schreiben. Wie gesagt, ich freue mich sehr darüber. Und die anderen Enden kriegt ihr auch noch um die Ohren geschmissen. Ich werde da nochmal ein bisschen schauen, dass ich halt nochmal schaue, dass ich vielleicht Kate rette und wie das aussieht, wenn ich die zwei anderen Choices noch wähle. Was da Großes passiert. Ich glaube, bei den Choices ändert sich nicht viel, weil die hätte man ja rewinden können. Und danach wird sich, glaube ich, nicht viel weiter verändern. Auf jeden Fall, das wäre es für diese Episode. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Schaut auf meinem Kanal vorbei, zum Beispiel Heavy Rain, Beyond Two Souls, Fahrenheit. Alles Projekte, die genau so einen psychischen Einfluss quasi haben. Und wenn auf jeden Fall Episode 3 rauskommt, dann könnt ihr mich hier erwarten. Ein Brian Chacho werden könnt ihr auch oben, dass ihr auch dann merkt, wenn die neue Episode rauskommt. Und das wär's für heute. Bis dann. Ich wünsche dir noch einen traumhaften Tag. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Euer Brain. Tüdelü mit Ü. Brrr.